Sie konnte ihr Geheimnis nicht für sich behalten. Sophia Thiel ist als Fitness-Influencerin bekannt geworden. Im Netz inspirierte sie jahrelang viele ihrer Fans mit Workout- und Essroutinen. Doch hinter der Fassade bröckelte es schon seit langem, wie sie in nach ihrer zweijährigen Social-Media-Abstinenz preisgab. Vor ihrem Freund Raphael Birchner versuchte sie anfänglich ebenfalls ihre Essstörung und mentalen Problemen zu verstecken, aber vergebens, Raphael fand Sophia inmitten eines Essanfalls vor. Ich dachte am Anfang der Beziehung, dass ich das vor ihm verheimlichen könnte und dass er diese Seite von mir einfach nicht kennenlernen müsste, aber utopisch zu denken, begann Sophia in einem Interview mit Bunte zu erzählen. Sie musste durch eigene Erfahrung lernen, dass gewisse Dinge wohl oder übel ans Licht kommen. Er hat mich bei einem Essanfall erwischt. Er hat erst gar nicht verstanden, dass es überhaupt ein Essanfall ist, fügte sie hinzu. Das nahm die Influencerin zum Anlass, mit ihm offen über ihre Probleme zu sprechen. Diese Erfahrung brachte die beiden schließlich näher zueinander und half ihr, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Ich bin für die Beziehung in Therapie gegangen. Um zu zeigen, dass ich kooperativ bin, gab Sophia offen zu. Ihrer Beziehung habe das ebenfalls gut getan, denn nun würden sie alles übereinander wissen.